Hallo Leute, live von AIDA Perla. Ich habe so ein bisschen die Kommentare gerade verfolgt und ja, es ist ja sehr emotional geworden, verstehe ich auch. Aber man muss am Ende dann auch irgendwann nochmal das Gehirn kurzzeitig anschalten. AIDA hat hier nichts mit Absicht getan und AIDA ist auch nicht froh darüber, Gäste nach Hause schicken zu müssen, die eigentlich länger fahren wollten. Und AIDA ist auch überhaupt nicht froh darüber, dass die Gäste nicht anreisen können, und noch weniger freut AIDA, denke ich, dass sie voll bemannte Schiffe wieder außer Dienst stellen müssen für die nächste Reise. Gerade im Hinblick auch darauf, dass die Crew sehr gerne Silvester gefeiert hätte mit ihren Gästen, wenn sie schon mit den Familien nicht können. Und ich würde darum bitten, dass man mal ein bisschen sozialverträglicher denkt. Es ist eine Katastrophe, dass die Reisen ausfallen für jeden einzelnen Gast. Wir sind auch betroffen. Wir haben verlängert, hatten es noch nicht mitgeteilt und hatten heute die Info bekommen, dass wir nach Hause gehen müssen. Melanie macht nachher noch einmal das Auslaufvideo zum Ende der Reise. Das wird um 20 Uhr eurer Zeit sein. Ja, und am Ende des Tages hat AIDA mit extrem starken IT-Problemen zu kämpfen. Und es kann jetzt jeder für sich ein Stück weit weiterdenken, der dann von seiner emotionalen Schiene runtergekommen ist und hier eingeschaltet hat. Es geht nicht darum, dass einer zu blöd ist, die Maus zu bedienen oder irgendeinen Monitorstecker ausgezogen hat. Da steckt weit mehr dahinter. Und ich kenne sehr viele AIDA-Mitarbeiter an Bord und auch an Land, und jeder Einzelne tut mir leid. Ich bin in Teilen eng mit dem Management im Austausch und weiß, dass diese Frauen und Männer auch alle Familien haben und mit denen Weihnachten feiern wollten. Und das haben sie nicht können. Nicht, weil sie gerade keine Lust hatten, sondern weil sie darum gekämpft haben, dass Gäste an Bord gehen dürfen und können. Und letztlich hat es eben nicht funktioniert. Es ist also nicht nur so, dass den Gästen was genommen wurde, sondern auch jedem einzelnen AIDA-Mitarbeiter. Und da denke ich, sollte man am Ende schon auch noch ein bisschen fair bleiben und nicht erzählen, was das für ein Dreckladen ist und für Dummköpfe und dass sie einem irgendwas versauen. Das sind alles Menschen, die wahrscheinlich noch härter getroffen wurden, als ihr seid. Ihr wolltet einen Urlaub machen, bei denen ist es der Job, die Existenz, das ganze Jahr war scheiße. Und man hatte gehofft, dass man das Jahr noch schön und gut, zumindest mit zwei Schiffen und einer wirklich minderen Kapazität zu Ende bringen kann, wenigstens einige Kunden in Ruhe und Frieden da irgendwie nach Hause auf die Schiffe befördern kann, sodass sie ein schönes Weihnachtsfest hatten. Was wir definitiv hatten, das war eine wundervolle Reise. Und wir haben uns auf ein wundervolles Silvester eingestellt, was wir die letzten Jahre auch mit AIDA hatten. Aber warum soll ich jetzt irgendeinen Groll auf AIDA haben? AIDA trägt keine Schuld, das muss man klar und deutlich sagen. Ich will euch gar keine Informationen geben, weil es nicht, das ist nicht mein Recht zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass AIDA da keine Schuld trägt. IT ist anfällig und es gibt böse Menschen und ja. Es ist sehr, sehr scheiße gelaufen, würde ich sagen. Das ganze Jahr ist scheiße gelaufen und ich würde vorschlagen, wir hoffen alle, dass zum 1.1. alles besser wird, weil schlimmer und schlechter kann es nicht kommen. Und ich finde es auch falsch, wenn ich lese, oh, aber TUI kann und AIDA kann nicht. TUI hätte genauso getroffen werden können. Es sind andere Unternehmen in der letzten Zeit extrem hart getroffen worden, muss man nur mal die Medien einschalten und mal abseits von Corona gucken. Und es ist einfach eine Katastrophe, und so für alle, wie gesagt, für euch, für uns, aber vor allem für AIDA ist es eine Katastrophe. Und ja, denkt auch mal an die Menschen bei AIDA, die auch ganz gerne ein Weihnachtsfest gefeiert hätten, ihre Kinder jetzt alleine zu Hause sitzen haben mit ihrem Ehepartner, während die anderen im Dienste von AIDA sind und versucht haben, euch den Urlaub zu ermöglichen. Und sie haben definitiv alles getan dafür. Und tja. Im Leben ist es nicht immer so, dass man immer alles auch über die Zielgerade bringt. Und so ist es auch. Boris Becker hat hier gerade eine Durchsage gemacht, hat dann auch ein Wort mitgeteilt, dass die Leute, die weiterfahren wollten, nicht weiterfahren können. Die IT-Infrastruktur ist betroffen. Das heißt, AIDA Mar hat es wohl sehr hart getroffen. Die rennen dann nur noch mit Zetteln an Bord rum. Und hier bei uns auf AIDA Perla ist erstmal nur die Internetkonnektivität weg.
Das mag jetzt für den Gast heißen, naja, ist ja nicht so schlimm, Facebook kann ich später machen. Nein, das Schiff braucht einen Kontakt zum Land, es braucht einen Kontakt zur Fleet Operation, es braucht einen Kontakt nach Rostock, um die ganzen Kundensysteme am Laufen zu halten. Und das ist einfach nicht gegeben im Moment. Und bei ADA geht am Ende des Tages immer die Sicherheit vor. Und so ist es in diesem Fall, weshalb die Reisen eben abgesagt werden. Wir fliegen morgen alle nach Hause. Morgen ist die Reise offiziell beendet. Und könnt mir sicher glauben, dass niemand bei AIDA Cruises auch nur ansatzweise Freude dabei empfindet, dass morgen die Reisen wieder gestoppt werden müssen. AIDA Mar ist jetzt, glaube ich, auf der ersten Reise wieder. Es ist eine absolute Katastrophe und ganz ehrlich, ich habe für niemanden Verständnis, der jetzt hier ganz groß Krawall macht und die Moderatoren sind aufgerufen, alle, die jetzt da einen extremen Stunk verbreiten, rauszuschmeißen, weil es einfach auch nicht mehr lustig ist. Ich bin immer der Erste, der auf die Reedereien einschlägt, wenn man sagen kann, die Reederei trägt daran eine Schuld. Und in diesem Fall trägt die Reederei definitiv keine Schuld. Das muss man klar und deutlich sagen. Wir können uns über 10 Euro im Kletterpark aufregen. Wir können uns über 400.000 verschiedene Bordkarten aufregen, wenn wir Getränkepakete haben. Bei allen Sachen bin ich dabei, aber bei dieser Sache bin ich nicht dabei. Tja, in diesem Sinne, wir haben jetzt noch keine 24 Stunden, weil morgen früh geht's heim. Und mir tut die Crew wahnsinnig leid. Die hat alles gegeben und alles getan und hat sich sehr gefreut, dass wieder Gäste da sind, jeder Einzelne. Die meisten davon haben Kinder und freuen sich immer, wenn sie dann unsere Stumpen auch rumfallen sehen und denen mal durch die Haare wuscheln können. Und auch das ist jetzt alles wieder vorbei, gerade auch in so einer schweren Zeit für die Crew. Wenn Weihnachten und Silvester ist, sind sie immer froh, wenn sie dann auch schon nochmal einen emotionaleren Zugang zu den Gästen finden. Und es ist jetzt eine wahnsinnige Katastrophe über Silvester. Und wie gesagt, schaltet nicht nur eure Gehirne ein, sondern zeigt auch mal ein bisschen Herz für andere Menschen. Für euch ist erstmal nur ein Urlaub weggefallen. Für ein Unternehmen ist eine riesige Katastrophe eingetreten und für die Mitarbeiter hier ist es auch alles andere als schön. Ja, also wir zwei, wir sehen uns vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber wie gesagt, ihr seht Melanie später nochmal 20 Uhr zum Auslaufen. Auch da bitte höflich drum, nett und freundlich zu bleiben. Ich purge dann nachher wieder alles raus, was ich nicht zusammenreißen kann. Und Melanie gibt sich Mühe, euch nochmal ein schönes Auslaufen, schönes emotionales Auslaufen von AIDA Perla aus Arrecife, Lanzarote zu zeigen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.